Der Rohbau steht. Mit 6.700 Tonnen Gesamtgewicht ist der Erweiterungsbau der Schiersteiner Brücke ein ganz schöner Brocken. Unter anderem wurden 1.200 Tonnen Betonstahl und 100 Tonnen Spannstahl verbaut. Der Leiter des Brückenbaus, Bernd Winkler, erklärt uns die Baustelle. Wir sehen hier auf das Erweiterungsbauwerk, was wir benötigen, wenn die unterstromige Rheinbrücke aus Hessen kommend fertig ist, damit der Verkehr von dieser Rheinbrücke aufgenommen werden kann und hier auf das bestehende Herzstück übergeleitet werden kann. Es kommen insgesamt auf dieses Erweiterungsbauwerk 3 Fahrstreifen drauf, denn es gibt ja insgesamt ein 6-streifiger Ausbau hier auf dem Rhein und der besteht aus 2 Brücken mit jeweils 3 Fahrstreifen. Mitte 2016 soll die Schiersteiner Brücke an das Erweiterungsbauwerk angeschlossen werden.